Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play. Shin-chan, meine Sommerferien mit Professor der Endlos 7-Tage-Reise. Nur heute ist der Stegosaurus bei der Morgengymnastik dabei. Ich habe die Morgengymnastik schon wieder ganz vergessen. Oder verdrängt. Übrigens, ich habe nicht dabei gedacht, dass ihr das skippen könnt. Also ihr könnt das Video skippen und ich habe gesagt, hey, damit müsst ihr mit mir durch. Aber nein, ihr könnt das skippen, das ist so unfair. Ey, wirklich. Ich wünschte, ich könnte es für meine Videos deaktivieren. Echt jetzt. Da würde ich jetzt nur bei Shin-chan deaktivieren, damit ihr auch komplett mit mir durch müsst. Ey, das ist echt wirklich schade. Wirklich. Ein Unding ist das. Dass YouTube das überhaupt erlaubt. Dass man Videos skippen kann. Also dann. Itadakimasu! Heute findet ein geheimes Turnier an unserem geheimen Ort statt. Was für ein geheimer Ort? Ich habe keine Ahnung. Müsst ihr auch nicht wissen. Nur die, die wissen, was ich meine. Sie sind eingeladen. Okay, Doki. Das war sehr lecker. Ja. So. Da du gerade hier bist. Hallo. Wenn du aushelfen willst. Außer willst, bringen uns doch bitte die Zutaten, die auf der Tafel stehen. Ich habe übrigens gehört, dass du Fotos von Insekten und Fischen machst. Das sind keine normalen Fotos. Meine Kamera macht Bilder daraus. Eben. Was denkst du, wer du bist, ey? Weil wir fragen mal unsere Mutter, ob vielleicht irgendwas los ist. Weil wir sollten ja auch immer allen Leuten mal mit reden, ne? Deine Idee war ja eigentlich nicht schlecht, aber leider verkaufen sich die Wassermelonenrahmen mit braunem Zucker nicht so gut. Das war also ein Reinfall. Gut, heute findet ein Turnier statt. Das heißt, der Part wird wieder länger. Weil wir viele Kämpfe bestreiten müssen. Anscheinend. Hey, das fliegt ziemlich niedrig. Was bist du? Achso, ein kleiner Kohlweißling. So, ich muss nur mal herausfinden, wo das genau war mit dem Turnier. Erstmal geben wir sowieso hier unsere Fotos ab. So, wir müssen reinschreiben. In der Geheimbasis findet wohl ein geheimes Turnier statt. Was haben wir nur einen Rahmen mit Braunzucker? Verkaufen sie ihn einfach nicht. So, erstmal rein. Alles gut? Wenn das jetzt eine Szene in deinem Roman wäre, würden die Einleitungen ungefähr so lauten. Yoshiko verliebte sich unheimlich in ihren wesentlich älteren Chef. Auch an diesem Tag versteckte sie sich wieder hinter den Spinden, um ihn zu beobachten. Yoshiko hatte keinen festen Freund und auch ihr Chef war Single. Deswegen gab es bei ihrer Liebe weder aus moralischer noch aus gesetzlicher Sicht ein Problem. Doch die Gesellschaft war es, die sich an den großen Altersunterschied der beiden störte. Und so beschloss Yoshiko, die beiden Leidenschaft, die in ihrem brannte, vorerst für dich zu halten. Mir kannst du alles sagen, Schnecke. Ah, seit wann stehst du da schon? Hey, ist alles klar? Hallo. Yoshiko verachtet mich tatsächlich. Wenn ich etwas sage, kichert sie nur. Und sieht mir nicht mal ins Gesicht. Ich habe regelrecht vergessen, wie man mit Frauen kommuniziert. Seit meine Ehefrau gestorben ist und ich nur noch mit meinen Töchtern zusammenlebe. Oh. Einige. Da ist einiges zusammengekommen. Wir haben dank deinem Artikel 495 neue Abonnenten gewonnen. Yay. Danke. Danke. Ich würde gerne da hoch. So, Yoshiko, wie viel insgesamt habe ich jetzt? Sag mal her. 3013. Da findest du nur, um die Ziele zu sehen. Ja, ich weiß. Ja. Wir sollen zu unserem Versteck. Ich habe nur vergessen, wo das war. Irgendwo. Hier entlang. Hier. Ne, hier war der Tor, war Dings. Ah, das war genau hier lang und dann war es da runter, nicht wahr? Hier, ne? So, Gegenstand Perilia. Vor dahin gehen, reden wir nochmal bei unserer. Ich sehe mich, das ist so doof, dass man sich kaum sieht. Reden. Zum Glück ist Buu nichts passiert. Wer weiß, was geschehen wäre, wenn ein Dinosaurier nicht gewesen wäre. In solchen Momenten bin ich froh, dass sie nicht hier sind. So, und du? Das Curry, den Maruto kurz jahrelang gefeilt hat, er so schafft, dass niemand es essen kann. Ein großes Problem für jemanden, der ein Restaurant betreibt. Gibt es denn keine Lösung dafür? Hey, Kumpel, ich habe eine breite Tipp für dich. Du brauchst einfach nur jemanden finden, der gerne scharf ist. In diesem kleinen Dorf gibt es jemanden meines Wissens nach nicht. Das Ziel des Ninja-Clans Curtis ist es,
eins mit den Universen zu sein. Jenseits jeder Schärfe. Leider stehe ich mit dieser Mission ziemlich allein da. Hm. Da tut mir leid. Halt. Ich muss was essen. Ja. Weil ich gerade hier bin, kann ich mal kurz ein neues Reisbällchen kaufen. Okay. Holen wir uns Reisbällchen. Nummer 3 Stück. Tschüss, bitte. So, hier war das, ne? Ja, heute findet Turnier statt. Lass uns endlich anfangen. Das Turnier soll endlich anfangen. Stress ist schlecht für die Haut. Shinosuke, wenn du mit der Kiste interagierst, beginnt das Turnier. Ich werde mich auch anstrengen. Hast du schon gesagt. Ich bin so aufgeregt, gleich geht's los. Seid ihr bereit, Leute? Das Turnier. Mal gucken. Ja. Bu nimmt auch am Turnier teil. Ich werde gewinnen. Außerdem haben wir jetzt auch ein Modell von Ego Stegomano. Cool. Also dann lass das Dino-Turnier beginnen. 4 Teilnehmer treten gegeneinander an. Okay. Ja, dann wollen wir mal ausprobieren, nicht wahr? Ego Stegomano, aber der kämpft er gegen. Dann würde ich gerne den normalen, ne? Ja, nimm das wie Sinclair und dann mache ich gleich die 80, Alter. What? Übertreib halt einfach völlig. Runde 1. Baby Sinclair mit Shinosuke gegen Ego Stegomano von Mimi. Was wird sie nehmen? Ich weiß es nicht. Mal einfach mal erstmal den. Ich weiß nicht, die meisten nehmen, fangen wir mit Papier an, deswegen nehme ich auch mal Schere. Okay. Grums. Jetzt sind es wahrscheinlich Stein, ne? Und Papier. Ah, verdammt. Unentschieden. Oh, das ist fies. Eieiei. Ja, das ist die Stärke, was ich wahrscheinlich, weil es ja unterschieden war. Nehmen wir das hier, oder? Verdammt. Ich hab mich verkalkuliert. Egal, wir hauen uns die Special raus. Okay, Taifun-Schnaufer. Ein glorreicher Sieg. Sehr gut. Weiter. Wir müssen wahrscheinlich beim Turnier gewinnen, ne? Ach, ich muss direkt immer mit ihnen antreten. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man kann immer frei wählen. Aber nö. Du sollst mehr leben mit Baby Sinclair, das ist unfair. Ja. Ach, verdammt. Wir nehmen halt Kopfschwinger. Wenn er nicht Splash einsetzt. Ach, verdammt.
Ach du Heilige. Ich meine, ich würde ja schon gerne gewinnen, ne? So ist es nicht. Nehmen wir schwarzer Griff. Oh. Rums. Muss ich gegen alle kämpfen? Weiter. Ja, die Dino-Kämpfe werden jetzt den Partner uns ins Unendliche strecken. Aber ist nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Passiert. Ab und zu mal darfst du ja mal, ne? Kuntam Robo Bu. Okay. Die meisten fangen halt wirklich mit hier Papier an, ne? Die meisten. Ja. Oh, das hier? Ach, verdammt. Also nochmal Schere. Da hatte ich bis jetzt immer Glück, ne? Wenn ich jetzt Special einsetze, ist er down. Oder? Ja. Ein glorreicher Sieg. Weiter. Das große Finale. Werden wir gewinnen? Ich weiß es nicht. Lalako und unglaublicher Falk. 700! Willst du mich? Ey, Musik hat sich geändert. Rums. Ach, verdammt. Nochmal Schere. Oh weh, oh weh. Oh. Ey, das Ding hat 700 KP, ey. Nein! Unentschieden. Ist ihre Leiste jetzt auch voll oder ist sie leer? Okay, die füllt sie, die leert sich auch. Sehr gut. Okay. Sie setzt oft Papier ein, deswegen, ich weiß nicht. Mach nochmal Schere. Okay, ich spiele Schere. Was ein spannendes Match hier, ne? Oh, ich will auch mal stark draufhauen. Wobei, ist eigentlich irrelevant. Egal, wenn sie jetzt einmal treffen, ist sie down. Okay.
Ah, haha. Dann steht der Sieger fest. Shinosuke hat den ersten Platz belegt und Lalako den zweiten Platz. Applaus. Du hast gewonnen und dein Preis ist der Pampa-Berg. Der Pampa-Berg? Die Fahrt mit der Seilbahn ist nicht ganz günstig. Deswegen kann ich sie dir nicht schenken. Aber wusstest du, dass es in der Nähe der Kurokami-Farm einen Wanderweg gibt, der zum Gipfel führt? In letzter Zeit konnte man da nicht lang. Aber ich sorge dafür, dass der Weg für dich passierbar ist. Wenn du Zeit gelust hast, wandere also mal hoch zum Gipfel. Shinshan kann jetzt zum Gipfel des Pampa-Bergs wandern. Wenn du es nochmal versuchen willst, interagier einfach wieder mit der Kiste. Bis Sonntaggang kannst du es so versuchen, wie du willst. Machen wir für heute Schluss. Pampa Ranger? Feier! Gut, wir können jetzt zum Gipfel. Das müssen wir aber erstmal uns notieren, ne? Wir haben gewonnen. Geschafft mit Dino-Kraft Baby Sinclair, dreimal gewonnen. Brachial. Erste Teilnahme am Turnier. Na, wenn das mal gut geht. Wahnsinn, erster Platz von Dino-Turnier. Von Dino-Kampfturnier, ich habe alles gegeben. Oh Gott. Der hat gerade mal angefangen, wobei ich gar nicht war. So, hier muss ich mal gucken. Beim Wanderweg. Da oben links irgendwo, ne? Ich weiß es leider nicht, ich kenne mich hier nicht aus. Gehen wir hier erstmal hier lang. Huch. Da kann er da. Lucky! Hey Lucky, ich hatte voll Lust, dir einen Bart aufzumalen. Dieses Fahrrad, ne? Gut, dann war es hier hoch. Dritter Falter. Geben wir erstmal ab. Komm, wir machen, geben erstmal ab. Was wir geschafft haben. Danke. Ich weiß. Ich wollte erstmal muss ich über neue Artikel schreiben. Kinderkarnickel. Ja, bitteschön. Ich habe erst Platz erreicht. Also wenn das nichts ist. Wir haben dank deinem Artikel 131 neue Abonnenten gewonnen. Danke. Gut. Was sagst du dazu? Wie viel haben wir jetzt insgesamt? Ich hab's schon wieder vergessen. Also haben wir jetzt 3144 von 4000. Ja. So. Dann hier hoch. Nee. Hier links, ne? Oder? Nein. Es ist so verwirrend, Leute. Es ist so verwirrend. Es ist einfach verwirrend. Beim Wanderweg. Aha. Hier also. Denkt irgendwas. Mitsuna. Ja toll, da haben wir auch nicht viel vom Tag gehabt. Wir haben die mal doch. Die Zeit vergeht also doch auch, während man mit den Kindern kämpft. Weil sonst hätten wir noch lange nicht. So spät. Angeln wir ja mal. Blub. Danke. Zum Gipfel kommen wir eh noch. Ein Masulachs. Und Aliup. Ein Fisch ist da ja noch. Wir müssen ja alles rausholen, was geht, nicht wahr? Achso, da angebissen. Habe ich vercheckt. Der sieht neu aus. Aber war es nicht. Und hier ist ein Riesenmantis. Halt, mitnehmen. Mitsuna. Trichter fahren. Ach, du Heilige.
Das ist nicht neue Ritterfalter, aber da hängt was, da ist was Neues. Oha. So neu, dass es sich lohnt, sogar was auszuschreiben. Geschafft, Pampa-Patrouille, alle Brücken passiert. Wo waren die alle nochmal? Keine Ahnung. Geis-Kleeg-Bläuling. Sein Blaues ist besonders hübsch, lebt in Bergregion. Da steht Vorsicht vor Wildschwein. Polizeibehörde Pampa. Oha. Wildschweine. Ach, jetzt sind wir hier. Das ist ja mal cool. Bleib stehen. Schon wieder was Neues. Großer Blau-Shishimi. Er schreibt, so blau ist vom Aussterben bedroht. Ich habe ja einen groß seltenen blauen Sashimi, Shishimi gefangen. So himmlisch blau. Geht so laut. Mitsuna. Hier können wir angeln. Wir müssen überall angeln, Leute. Bringt uns nur voran. Ah, verdammt. War zu hektisch. Dreh ich wieder um. Ist so laut auf den Kopfhörern. Was ist das? Weiß ich nicht. Schlankwelps. Hat eine auffällig rote Färbung in seinem Rücken und der Brustflosse gelagert und in der lagert Gift. Ja. Sieboldlibelle. Wir nehmen noch Mitsuna wahrscheinlich. So. Hier sind noch Fische. Zwei Stück sehe ich noch. Wobei da oben im Wasserfall ist auch einer. Na komm, schneller. So. Was bist du? Ja. Kannst du ein bisschen näher an den anderen da? Egal, wo ich wie stehe. Er geht immer dahin. Na, siehst du das, Fisch? Fisch! Er wirft immer dahin. So, jetzt aber. Ach, ist das herrlich, ne? Wahrscheinlich ist es gleich dunkel. Wenn wir ein Screen weitergehen. Okay. Dann sollten wir die Gelegenheit nutzen, hier aber alles mitzunehmen. Geistclip untersuchen. Was ist das? Himbeeren. Hier wachsen Himbeeren. Ganz viele Himbeeren. Gut, jetzt wird es dunkel, ne? Nein? Steht nichts auf dem Schild. Was haben wir hier? Pappelflaum. Ich wollte gerade sagen, hier ist nichts, aber ich sehe da gerade ein Insekt. Aber nur ein Schwalbenschwanz. Aha, das Zahnarztpraxis-Schild. Ja, gut. Da wissen wir ja, wo wir als nächstes hingehen werden. Wenn der Tag wieder strahlt. So, warte mal. Wir gehen mal zum Zeitungs... Oh Gott, das schreckt mich doch nicht so. Zum Zeitungsverlag, wenn die Nacht noch nicht angebrochen ist. So. Schreibe es mal rein. Eingangs zum Quellwald. Das Schild der Zahnarztpraxis ist weg. Das setzt dem Zahn die Krone auf. Ah nein, ich wollte erst mit dir danach reden. Ich weiß meine Ziele. Hallo? Mit dem
Guck mal hier. Das ist super, ne? Dank deiner Artikel 79 neue Abonnenten geworden. 70 Yen, danke. So. Ich habe jetzt dadurch verdient, insgesamt dazu bekommen. Ja, wenn ich so schnell gelesen. 3223. Gut. Danke. Ja, so langsam wird's, nicht wahr? So langsam wird's. Eine Schwebfliege. So. Ach, natürlich. Mittlerweile ist schon Abend. Anscheinend wird Lucky nach Hause bringen. Wow, wow, Oh. Guten Appetit. Ja, 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 ja. Heute fand das Dino-Turnier statt und dreimal dürft ihr raten, wer gewonnen hat. Unser Shinus, unser Shinusuke. Das Gute siegt immer. Glückwunsch, Shinusuke. Kampf in der Geheimbasis. Ende. Ja. Bin halt King, ne? Okay. An diesem Abend fragt Shinusuke seine Eltern, ob der Professor eigentlich böse, gut oder gut ist. Er hat zwar Dinosaurier in unserer Zeit geholt, aber sie haben keinen nennenswerten Schaden angerichtet. Wenn überhaupt, dann würde ich ihn ulkig nennen. Findet ihr nicht? Ja, würde ich auch sagen. Stimmt, das passt. So angenehm. Es ist, als würde man den ganzen Stress des Tages von sich waschen. So angenehm. Der ganze Stress ist wie weggewaschen. Welchen Stress hast du denn bitte? Ne, Shinshan hat keinen Stress. Nachts ist draußen gefährlich. Bescheid. Ich wollte mit meiner Mutti reden. Sag mal, Shinusuke, könntest du abends mal zu Theo gehen? Anscheinend wollte er dich etwas bitten. Theo? Wer war nochmal von den Leuten Theo? Aber klar doch. Bist du Theo? Tim, ich muss leider arbeiten, dazu kann ich auch die Parade nicht sehen. Aber wie, ich hörte, was hier voller Erfolg. Da war Theo der andere. Ich sehe nichts. Würdest du Yoko für mich bitte eine Bestellung bringen? Klar doch. Cool. Dann hätte ich gerne eine Portion Rahm. Dankeschön. Kann es sein, dass du diese Verstellungen machst, weil du Tante Yoko sehen willst? Es heißt Bestellungen. Okay. Dann gehen wir gleich zu Yoko. Jetzt muss ich was fragen. Was für Musik magst du eigentlich? Ich mag fröhliche Musik. Oh, wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Ich mag Musik, zu der ich tanzen kann am liebsten. Ja. Ich mag wirklich fröhliche Musik. Wie heißt die Laden hier nochmal? Dancing Tom. Also ist der Vorname eigentlich Tanzenden und der Nachname Tom? Nein, so war das nicht gedacht. Dip. Da gehen wir die Bestellung mal ab. Ne? Muss ja auch gemacht werden. Ich hoffe, sie baut einen Unfall und dann kommt der andere um sie retten. Das wär's, ne? Das wär's. Wobei ich einen Unfall einen Unfall wünsche, aber hey. Wieso bestellt Theo Lieferungen, obwohl er nur ein paar Meter entfernt ist? Kann es vielleicht sein, dass er mit mir alleine sein will? Du hast es erfasst? Nein, Quatsch. Wie kommst du darauf? Das kann nicht sein. Oh je, bin ich laut geworden? Erzähl's bitte niemanden. Ne, geh hin. Theo von Dancing Tom hat einen Rahmenbau bestellt. Alles klar. Danke für deine Hilfe. Jetzt aber hopp hopp zum Kunden damit. Und da ist sie schon wieder. Hast du schon ein paar von den Zitronen gefunden, die auf der Tafel stehen? Dann geht noch besser. Professor Perfekt ist wirklich ein ulkiger Typ. Ob es ihn stört, wenn ich ihm das sage? Ein geheimer Auftrag von Mamas. Ich soll mir nach das Gespräch von Herrn Theo anhören. Geschafft, 3 Bestellungen für Rahmen aufgenommen. Der Auftrag blieb im Rahmen.
lustig. So, reden wir erstmal mit Ihnen hier. Ich habe einen Artikel von dem Jungen gelesen, der in den Fluss fiel und vor der Dinosaurier gerettet wurde. Das ist eine Sensation. Ein Glück, dass wir die Dinosaurier hier haben und auch dich. Weiter so. Bin zwar schon lange im Zeitungsgeschäft tätig, aber solche Artikel wie du kriege ich nicht hin. Ich habe ja einige. Guck mal hier. Wir haben dank deiner Artikel 44 neue Abonnenten gewonnen. Yay. Danke. Ja. Ja. Du warst noch nicht da. Mein Artikel, die Rettung von Buboot am Fluss wurde gelobt. Kein Problem für den Superreporter. Ich will nicht schlafen gehen. Ich will nochmal mit dem Mann da reden. Ob wir nicht irgendwas unternehmen können, damit die... Bist Bescheid, nicht wahr? So. Die Rahmen, die mir geliefert wurden, waren richtig lecker. Dankeschön. Yeah. Super. Jojo ist immer so eilig, wieder zurückzufahren. Dabei würde ich mich freuen, wenn wir uns noch einmal wenig unterhalten würden. Ich muss diesen Moped supportieren. Das Moped supportieren. Ich muss da irgendwas unternehmen. Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben. So, Lucky? Okay. Ich wollte eigentlich mit ihr reden, aber hey. Seit Ego Stegomano im Dorf ist, habe ich immer mehr das Gefühl, in Jurassic Park zu sein, statt in Pampa. Das war ein geiler Film. Als Film. War aber ein cooler Film, wirklich. Oh nein, der Part neigt sich dem Ende zu. Leute, bin müde. Ich hätte mir vorher Zähne putzen sollen, nicht wahr? Schlaf gut, Shinosuke. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und lasst gerne ein Like da und kommentiert schon fleißig und ein Abo, damit ihr nichts verpasst und ich, ja, bis zum nächsten Mal.